Ja, heute haben wir eine Aufgabe bekommen. Und zwar möchte der Sabedini sich eine Alaun-Batterie in sein Auto basteln und hat sich jetzt drüber Gedanken gemacht. Das ist ja blöde, falls wir, ne, immer wenn sie schön warm bleibt, das ist ja kein Problem, ist das Alaun drin gelöst. Aber wenn sie dann abkühlt und keine Strompulse mit dabei sind, dann bilden sich Kristalle. Tja. Und jetzt wollen wir mal hier den Test machen, ob das auch funktioniert. Ich meine, von ein paar 80, 70 Grad Celsius auf jetzt 20 Grad abkühlen lassen mit Bedini-Pulsen funktioniert, ohne dass Kristalle entstehen. Und mal gucken, ob das auch noch ein bisschen tiefer geht, mit dem Tiefkühlschrank. Ja, momentan ist unsere Voltzahl bei 11,95, 11,93 Volt. Also eigentlich für eine Alaun-Kristallbatterie proppevoll. Das ist eine 12-Volt-Batterie normalerweise. Ja, ich hoffe mal nicht, dass mir der Kühlschrank dann explodiert. Weil diesmal gehe ich mit dem Riesen-Bedini hier ran. Ja, na, gucken wir mal, was er sagt. Wa? So, ihr zwei, dann wollen wir hier mal aufmachen. Drin. Alles klar und zu das Ganze. So. 12 Volt und na komm schon. Geht nicht. Das. Jetzt geht er. Geht. Funktioniert. Okay. Na denn. Lassen wir mal ein bisschen dackeln, wa? Jetzt haben wir es 3-4 Stunden später ungefähr. Die Voltzahl ist jetzt bei 12,46. Und hier habe ich mal noch ein Temperaturmessgerät mit dazu genommen. Und wollen mal gucken, wie kalt unsere Batterie jetzt eigentlich wird. Nach wie vor flüssig. Jawohl. Nach wie vor komplett flüssig. Nichts vereist. Ja, der Temperaturfühler steckt jetzt drin und das Messgerät zeigt an minus 7,4 Grad Celsius. Und nach wie vor schön flüssig. Na, erzähle ich auch keinen Scheiß. Ah, fast flüssig. Okay. Also. Bei minus 7 Grad. Ja, also nochmal. Die mittleren zwei Zellen. Ne, die bewegen sich. Da hat das Wasser, wie gesagt, 7,4 Grad Celsius minus. Aber rechts und links sind sie doch vereist. Also. Trotz Bedini-Pulsen, wir haben zwar keine Kristallbildung vom Alaun hier drin jetzt, ne? Allerdings, das Wasser friert leider doch ein. Gut, also für komplette Minustemperaturen ist es wohl nix. Na gut, wenn man die nur zu Hause betreiben möchte, kann man sie ja in die Erde einbuddeln, ne? Dann geht es auf alle Fälle. Aber so für einen normalen Autobetrieb im tiefsten Winter. Ja, ne? Das ist so noch nichts so richtig. Gut. Ja, mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Zusätze, die man da noch reinmachen kann. Ohne, dass die Funktion beeinträchtigt wird. Gut, Bedini-Motor nochmal ausschalten. Mal gucken, wohin sie zurückfällt. Fällt schön langsam. Ja, jetzt nach 4-5 Minuten sind wir auf 12,40 runtergefallen. Und jetzt hängen wir mal eine Last an. Das ist ein 12 Volt Gleichstrommotor, so rum. Zieht ungefähr 1,2 Ampere.
Gut, probieren wir mal, wa? Das ist Volllast. Volllast. Ich kann ihn nicht anhalten. Keine Chance. Das zieht die Batterie voll durch. Aha. Und geht schon im Verhältnis zu Bleisäure, ne? Schon relativ ratzfatz linear nach unten. Aber ist ja auch eine Alone-Batterie, ne? Also mit Bleisäure nur bedingt zu vergleichen. Gut, aber so funktioniert's ganz gut. Sind wir immer noch bei minus 6,3 Grad Celsius, was die Batterie hier drin hat. Und hält soweit ganz schön durch. Gut, also ich bin soweit zufrieden erstmal. Gut, jetzt lasse ich die nochmal schön entladen mit dem Gleichstrommotor und dann wird es nochmal geladen. Ja, das war jetzt erstmal der Kältetest mit Alarm-Kristallbatterien. So, jetzt mal noch einen kleinen Nachtrag. Also es sind jetzt bestimmt eine Viertelstunde später und seht ihr das? Da pendelt immer runter zwischen 10,66 und dann wieder hoch auf 10,68. Jetzt sogar 69. Weil jetzt ist hier absolut nichts Lineares nach unten mehr zu sehen. Sowas. Ja gut, das kann jetzt natürlich mit dieser Erwärmung hier drin zusammenhängen, ne? Aber, holla die Waldfee. Schön. War sogar auf 69 wieder. Naja. Oder sind nur die Temperaturschwankungen für den ganzen Saft da drin verantwortlich? Hä? Naja, rum wie numm, es funktioniert. Warum das jetzt funktioniert, da können sich jetzt die Theoretiker wieder ihre Köpfe drüber zerbrechen und sich rumstreiten. Da hänge ich mich überhaupt nicht rein.